Hi, schön, dass du wieder da bist. Heute nehme ich dich mal mit in mein Wohnmobil. Und zwar bin ich gerade on Tour als digitaler Nomade. Und das bedeutet, dass man mal wieder raus muss aus der Komfortzone, rein in die Kälte. Es hat nämlich geschneit heute den ganzen Tag. Und ja, hier im Bus hat es jetzt gerade 0,7 Grad. Ja, ich habe mir jetzt hier schon mal meinen Diffuser angemacht mit ein bisschen Lavendelöl. Das schafft dann doch wieder so ein bisschen heimelige Atmosphäre. Ist dann fast wie zu Hause, bis auf die Temperatur. Ja, und du kennst es vielleicht, wenn man kalte Füße hat, ist es schwierig einzuschlafen. Deswegen habe ich hier so mein Einschlafritual eingeführt. Und zwar mache ich das hier mit Thieves. Da ist Nelke drin, Zitrone, Zimtrinde, Eukalyptus und Rosmarin. Und gerade Nelke und Zimtrinde hat einen stark wärmenden Effekt. Und ja, du kennst es vielleicht, wenn man kalte Füße hat, dann ist es echt schwierig einzuschlafen. Dann ist der ganze Körper einfach kalt und man kommt nicht zur Ruhe. Deswegen ist es einfach wichtig, warme Füße zu haben. Deswegen mein Ritual. Füße einreiben mit Thieves, die werden warm. Dann ziehe ich schöne, kuschelige, warme Socken an. Dann unter meine gefühlten 20 Decken. Und dann schläft es sich eigentlich auch gut bei allem Grad. So. Guck nochmal. Raus aus den Schuhen. Dann nehme ich mir hier einen Tropfen Thieves. Aktiviere das dreimal, indem ich rechts drehe. Reibe es in den Handflächen und dann reibe ich mir schön die Fußsohlen damit ein. Boah, das duftet schon total lecker, würzig. So, dann schnell wieder rein in die Socken. Dann habe ich hier extra schöne, dicke, warme Socken dabei. Kommen dann oben drüber. So. Dann der andere Fuß auch noch. Ein Tropfen Öl. Aktivieren. Und schön einmassieren. Socken an. So, die Nacht kann kommen. Also, wenn du mal nachts im Bett liegst mit eiskalten Füßen und kommst absolut nicht zur Ruhe, trag dir Thieves auf oder Nelkenöl oder Zimtrinde. Das wärmt auf jeden Fall. Du bekommst warme Füße und kannst gut schlafen. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren und ja, es ist immer wieder cool, einfach aus seiner Komfortzone mal rauszugehen. Man wird wieder total dankbar für die einfachen Sachen, die man so als ganz selbstverständlich nimmt. Dass man ein Dach über dem Kopf hat, dass man ein warmes Bett zu Hause hat. Was aber gar nicht so ist. Es gibt so viele, die haben das eben nicht. Und ja, wenn ich dann hier bei 0 Grad penne, dann wird mir das wieder bewusst, was es eigentlich für ein Luxus ist und wie gut es einem doch geht. Also, wenn du kalte Füße hast, denk dran, Thieves, und dir wird garantiert warm. Ich hoffe, ich konnte dich mal wieder ein bisschen inspirieren. Ich würde mich über ein Like freuen und wenn es dir gefallen hat, komm, schau doch wieder vorbei. Dann hoffentlich bis bald. Schlaf gut. Ciao.